Hallo Gold, ihr kennt das schon. Heute ist wieder Smoothie-Time. Und wir machen natürlich heute selbstverständlich einen anderen als letztes Mal. Also, bis gleich. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du ihm gerne natürlich einen Daumen nach oben geben. Und für den Fall, dass du dieser Community noch nicht beigetreten bist, kannst du den Kanal gerne abonnieren, damit du keins meiner kommenden Videos mehr verpasst. Ich habe mir mal einen neuen Becher gegönnt. Die gab es bei DM für, keine Ahnung, 2,50 Euro in rosa und ich glaube noch in gelb. Der ist natürlich viel kleiner als mein Becher, den ich sonst habe. Den seht ihr da hinten stehen. Mein Smoothie-Becher. Aber der ist so niedlich und ich finde auch süß, der steht schräg. Witzig. So, jetzt fangen wir an. Und zwar war das Problem, dass ich die letzten Tage einfach, ja, nicht so besonders viel an Nahrung zu mir nehmen konnte. Darum war so viel übrig geblieben. Das wird heute definitiv ein Smoothie für, ja, was muss jetzt mal weg aus dem Kühlschrank. Dazu wären bei mir in dem Fall die Erdbeeren. Weil ich möchte nicht wegschmeißen. Sowas macht man nicht. Eine Pita Haya, die kennt ihr ja schon von mir. Die haben wir gerade frisch gekauft. Und ein Apfel. Ich habe mich jetzt hier für einen roten Apfel entschieden. Kein grün, der ist ein bisschen mehliger, ein bisschen softer. Gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Konsistenz, weil keine Banane drin ist. Ich wollte das jetzt gerne mal ohne Banane. Und je nachdem, wie fest das letztendlich wird oder nicht, ein Schluck Sojamilch. Mit Vanille in dem Fall. Also manche Menschen machen das und werfen den Apfelkriebsch mit rein. Ich mache das nicht. Ich lasse nur die Schale dran. Ich mag einfach kein Apfelkriebsch, schätze ich aus, selbst wenn man ihn da hier vielleicht nicht mehr merkt. Und jetzt gebe ich meine Vanillemilch dazu. Ich weiß noch nicht wie viel, mal gucken. Ich nehme erstmal die Hälfte. Let's go. So, die Konsistenz scheint gut zu sein, aber ich gebe jetzt noch einfach die restliche Milch mit rein. Das Glas geht doch mehr rein, als man denkt. Die Konsistenz und das Außen erinnert mich total an Erdbeerjoghurt. So. Jetzt schauen wir mal. Oh mein Gott. Das ist eine Variante, die habe ich noch nie gemacht. Ich mache immer super gerne alles mögliche Banane rein, aber es wäre einfach zu viel geworden und das ist top. Ich habe mich gerade selbst überrascht. Definitiv, wie gesagt, mit Sojamilch oder wie auch immer, weil ja, da ist die Konsistenz halt nicht wie, ja, wie ein Saft, sondern wirklich eher wie Joghurt. Und auch dem Fall, ich habe jetzt auch keinen Zucker angemacht. 100% vegan. Ne? Denken wir auch immer mal dran. Der ist echt gut. Ich habe jetzt für die Reste, ich möchte es immer nicht so offen stehen lassen, das sind Behälter von Lok & Lok. Die sind klasse. Da fülle ich jetzt den Rest rein und stelle das in den Kühlschrank. Ich sage ja, das sind immer so mindestens zwei Portionen, die dabei rauskommen.
Locker. Ohne Probleme. Und dann macht man jetzt hier einfach den Deckel wieder drauf. Und dann könnt ihr das nämlich auch hier ausgießen. Ihr müsst den Deckel nicht immer abmachen. Die sind super praktisch. So. Also definitiv eigentlich ein Restesmoothie, aber sowas von lecker. Ich würde jetzt, wie gesagt, auch gar nichts Grünes mehr reingeben, weil der ist so gut, wie er ist. Er ist sehr, sehr mild. Also wenn man das vielleicht ein bisschen frischer möchte, dann könnte er einen Granny Smith Apfel nehmen, hätte ich auch da gehabt. Aber ich wollte jetzt ein bisschen mehliger. Ja, super lecker. Wir sehen uns hoffentlich zu meinem nächsten Video. Und ich sage wie immer, and you know, thanks for watching.